die Toleranz. Alles Lob gebührt Allah in der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt, Allah will es euch leicht, er will es euch nicht schwer machen. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah und Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten, Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Es ist jedoch entmutigend, wie selten wir dazu fähig sind, einander zu vergeben und wie oft wir überteilt, intolerant miteinander sind. Der Islam lehrt uns, dass die stärken Diener diejenigen sind, die nicht nur die Stärke besitzen, ihren Ärger zu unterdrücken, wenn sie geprüft werden, sondern auch unermessliche Fähigkeit zum Vergeben besitzen. Wenn wir aufrichtig denjenigen vergeben können, die uns verärgern, innerlich und äußerlich, dann reinigt dies unsere Seelen vom Satan und dessen negativer Energie. Es ist wichtig, nutzlose Kritik zu missachten. Dies ist aber der erste Schritt zur Toleranz. Natürlich geht dies nicht ohne Schwierigkeiten, da es schwer zu verstehen ist, warum diejenigen, die uns Kummer bereitet haben, dies überhaupt erst tun wollen. Doch genau an diesem Punkt kann der Kampf mit unserem Ich eine positive Wende nehmen und es uns ermöglichen, unseren Glauben zu stärken. Dies wird stets um Allahs Willen getan und auch um unseren spirituellen Zustand zu profitieren. Der Islam lehrt uns außerdem, dass die beste Art des Vergebens ist, auf Unterdrücken anderer mit Güte zu reagieren. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, spornte uns zu dieser Vorgehensweise an. Als er zu seinem Anhänger sagte, Allah hat mir aufgetragen, mit denjenigen Beziehungen zu pflegen, die mit mir Beziehungen abbrechen, und denjenigen zu geben, die mich berauben, und denjenigen zu vergeben, die mich unterdrücken. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, und seine Gefährten hatten ein derartig barmherzig Verhalten, dass sie, anstatt wütend mit ihren Angreifen zu werden, sie für einstanden und ihnen Geschenke machten. Welch unermesslich barmherzige Taten! Sie überschritten menschliche Selbstlosigkeit und praktizierten unvergleichlichen Edelmut. Sie demonstrierten, dass wir uns, wenn wir unsere Herzen öffnen und einander vergeben, selbst inneren Frieden vergönnen. Auf diese Weise können wir vermeiden, dass Boshaftigkeit unser Herzen erstreckt. Was wesentlich ist, dass Hass, da Hass die Fähigkeit besitzt, uns innerlich krank zu machen. Wir denken, dass Hass ein Mittel der Rache gegen diejenigen ist, die uns Schaden zugefügt haben. Doch indem wir ihnen Missgunst entgegenbringen, schaden wir uns nur selbst. Dies liegt daran, dass unsere Feinde niemals unseren Ärger spüren werden und sie zufrieden sind. Wenn wir leiden, wenn wir anderen vergeben, dann bringt dies unseren Seelen Linderung, da es eine Art Befreiung ist. Dies liegt daran, dass jemand, wenn er uns verärgert hat, Macht über uns besitzt, weil wir ihm erlaubt haben, dies zu tun. Das Leben ist kurz. Lass uns nicht unsere Energie damit verschwenden, wütend auf unsere Feinde zu sein und nach Rache zu trachten. Wenn wir unsere Boshaftigkeit jeden Tag stufenweise verringern können, dann werden wir, so Allah will, bald keinen Hass oder keine Bosheit mehr in unseren Herzen tragen. Auf diese Weise können wir Streitigkeiten untereinander beenden, da dies ein Problem ist, dem wir täglich gegenüberstehen. Letztlich kann unser Handeln das Fehlverhalten anderer hervorrufen und wir sind uns vielleicht nicht bewusst, wie wir zum Streit beigestreut haben. Wir neigen dazu, die Fehler anderer zu verurteilen, während wir für unsere eigenen blind sind. Wir vergessen, wie wir anderen Leid
angetan haben und erinnern uns nur daran, wie andere uns Leid angetan haben. Genauso vergessen wir Gutes, das andere für uns getan haben und erinnern uns nur an das Gute, das wir ihnen getan haben. Dies ist ein angeborener menschlicher Fehler. Lass uns dennoch versuchen, an unsere eigenen Mängel zu denken, bevor wir über die Mängel anderer nachzudenken. Lass uns damit aufhören, uns selbst als Opfer zu betrachten und lasst uns darüber nachdenken, wie wir andere schikaniert und dann um deren Vergebung gebeten haben. Und wenn sie uns um Vergebung bitten, dann lasst uns ihnen stets vergeben, zumal uns der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, folgendes lehrte: Wer keine Barmherzigkeit zeigt, dem wird keine Barmherzigkeit gezeigt. Wir müssen zudem im Gedächtnis behalten, dass Allah mit uns in der Weise umgehen wird, wie wir mit anderen umgehen. Die islamischen Lehren, die wir gerade lediglich knapp zusammengefasst haben, verblieben nicht lediglich auf einer idealistischen Ebene. Vielmehr wurden sie von Muslimen in empirischer Realität umgesetzt, die viele Nichtmuslime bestätigten und von denen diese sehr beeindruckt waren. Hier einige Beispiele ihrer jüngsten und neuzeitlichen Eingeständnisse. Als der frühe Papst seine berühmte Rede an einer deutschen Universität hielt, in der er zustimmend die Behauptung des Kaisers Manuel II. Anführte, dass Mohammed den Muslimen anordnete, den Islam mit dem Schwert zu verbreiten, kam eine der besten Antworten darauf von Nichtmuslimen. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten Diener und Gesandter ist. Geschwister im Islam, das Ziel der Toleranz gegenüber Nichtmuslimen und des friedvollen Lebens und guten Umgangs mit ihnen besteht darin, ihnen die Wahrheit in bester Art und Weise zu präsentieren, damit es ihnen leicht fällt, diese zu erkennen und anzunehmen. Aus diesem Grunde liegt der Schwerpunkt im Islam immer auf dem Einladen der Menschen zur Wahrheit, auf dessen Wichtigkeit, auf den vorzüglichsten Methoden dafür und auf der Tatsache, dass dies die Hauptaufgabe der Propheten und jener, die ihnen folgen, ist und so weiter. Deshalb wurde dem Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen gesagt, dass seine Hauptaufgabe lediglich im Verkünden der Botschaft liege, dass er lediglich ein Mana sei, dass er nicht denjenigen recht leiten könne, den er liebt, dass er die Menschen nicht zwingen könne, den Glauben anzunehmen und dass er die Menschen mit Weisheit und guter Ermahnung zum Wege Allahs einladen solle. Von Muslimen wird verlangt, mit den Leuten der Schrift einzig in bester Weise zu diskutieren, angenommen mit jenen, die Angriffshandlungen vornehmen. Der Erhabene sagt, wenn sie sich nun abwenden, so haben wir dich nicht als Hüter über sie gesandt. Dir obliegt nur die Übermittlung der Botschaft. Allah sagt auch, rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und streite mit ihnen in bester Weise. Gewiss, dein Herr kennt sehr wohl, wer von seinem Weg abirrt, und er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. Wenn der Islam zur Staatsreligion eines Landes wird, dann zwingt der Nichtmuslime nicht dazu, ihn anzunehmen. Einige westliche Autoren berichten uns, dass derartige Zwangsversuche in der christlichen Welt existierten, die die berühmten europäischen Religionskriege auslösten, der letztendlich zu
Säkularismus und zur Zurückstufung der Religion auf die Privatsphäre führten. Da der Islam derartige Versuche nicht unternahm, konnte er nicht islamische Religionen, vor allem das Christentum und das Judentum, tolerieren und ihnen dieselben Rechte gewähren, die ihnen heute von säkulären Staaten gewährt werden. Dies bedeutet nicht, dass ihnen die gleichen politischen Rechte und Möglichkeiten gewährt wurden wie Muslimen. Diese erhielten sie nicht. Eine derartige politische Gleichheit war in einem religiösen Staat nicht möglich. Noch ist dies in säkularen Staaten möglich. Ein säkularer Staat gibt den Menschen, die dem Buddhismus, Judentum, Christentum oder dem Islam angehören, die Möglichkeit, ein politisches Amt zu bekleiden, aber unter der Bedingung, dass sie sich an die säkulare Verfassung halten, die die Religion vom Staat trennt. Einige religiöse amerikanische Autoren beschweren sich darüber, dass die Freiheit der religiösen Menschen gewährt wird, lediglich eine Freiheit nach säkularem Religionsverständnis sei. Doch dies muss so sein. Ihnen kann bei der Praktizierung ihrer Religion keine derartige Freiheit gewährt werden, die es ihnen erlauben würde, in die Sphäre des säkularen Staats einzudringen. Daher gibt es in dieser Hinsicht keinen Unterschied zwischen einem säkularen Staat, der den Religionen diese begrenzte Art Freiheit gewährt, und einem religiösen Staat. Kann es in einer Religion wie dem Islam Platz für Krieg geben? Ja, allerdings aus anderen Gründen als Konvertierung. Wir leben in einer unvollkommenen Welt, in der einige Menschen bekämpft werden müssen, damit andere in Frieden leben können. Dabei handelt es sich um Menschen, die auf ungerechte Handlungen und Angriffshandlungen zurückgreifen. Dieser Rückgriff auf Ungerechtigkeit gilt im Islam als einzige Rechtfertigung für Krieg. Ungerechte und unterdrückerische Handlungen, die eine Kriegsführung gegen ihre Verursacher rechtfertigen, können von verschiedener Art sein. Verfolgung von Menschen, die den Islam annehmen, durch die Machthaber. Anweisung dieser Menschen aus ihrem Land. Kriegsführung gegen Menschen aus anderen Ländern, die derartige Glaubensvorstellungen haben. Kriegsführung gegen andere Menschen, Muslime oder Nichtmuslime, und zwar mit der Absicht, deren Land zu besetzen, ihren Besitz zu rauben oder sie zur Sklaverei zu zwingen. O Allah, lass uns die Sicherheit in unserem Staaten erfreuen und leihe unseren Geschäftsführern den Erfolg und bewahre unsere Heimatländer vor Tyrannei und Verderbnis. Und Allah weiß es am besten.